Willkommen zu Brain Damage, mein Name ist Chris und verzeiht meine Nacktheit, aber es ist draußen 700 Grad, legit, fucking Backofen. Und willkommen zu Kapitel 3 der bösen Onkels-Saga. Kapitel 1 war das Hör doch mal böse Onkels, das nach 2-3 Tagen irgendwie sehr vielen Leuten vorgeschlagen worden ist. Kapitel 2 war das böse Onkels-Fans haten mich, das wegen dem kleinen Wörtchen Hate nur, in Anführungszeichen, meine Abonnenten gesehen haben. Wenn ihr einen zweiten Teil wollt, keine Ahnung, postet das in dem Onkels-Fanforum. Wieso habe ich so einen gewaltigen Selbsthass? Irgendwann kriege ich auf die Schnauze. Irgendwann kriege ich auf einem Festival auf die Schnauze. Und nun, heute, ein sehr wichtiges Kapitel, nämlich böse Onkels-Fans schreiben nette Kommentare. Oder vielleicht positive Kritik. Oder Kritik, die nicht negativ geschrieben. Los geht's. Kevin Russells Stimme ist doch das Geilste an der ganzen Sache. Aber jeder hat ja zum Glück einen anderen Geschmack. Ganz genau, damit hast du recht. Kevin Russells Stimme ist das Markenzeichen der Onkels, das Besondere. In meinem Fall würde ich jetzt nicht sagen das Geilste, aber jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und das war ein sehr gutes Kommentar. Dafür gibt's ein Sternchen. Hi Chris, ich bin der Robin. Das Video fand ich richtig cool. Ich bin ein Onkels-Fan und deshalb war ich extrem gespannt über deine Meinung zu den Onkels. Ich kann dich vollkommen verstehen. Mir geht's bei manchen Bands auch so. Wenn mir die Stimme des Sängers nicht gefällt, dann kann ich mir das auch nicht so gut anhören. Wie zum Beispiel bei Freiwild. Da gefällt mir die Stimme des Sängers auch überhaupt nicht. Deshalb mag ich die Band leider nicht so. Das mit Mexiko, da hatte ich am Anfang dasselbe Problem. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich alles von dem Text verstanden hatte. Ich wünsche dir einen schönen Tag und mach weiter so. Dein Kanal ist wirklich cool, den verfolge ich schon länger. Danke Robin und vielen Dank, dass du mich bestätigt hast, dass Mexiko nicht wirklich gut verständlich ist. Vielleicht sehen das jetzt ein paar Leute, die vehement darüber verteidigt haben, dass das ein perfekt verständlicher Text ist und dass, wie ich es nur wagen kann, den Text nicht zu verstehen. Danke, dass ein Fan aus der eigenen Reihe mir recht gibt. Du bist großartig. Ich will jetzt nicht der Super-Hater sein, ist nur meine Meinung. Erstens, Kevin ist halt der Sänger und hat halt nicht die beste Stimme, aber ist halt die Onkels-Stimme. Bei Onkels ist es nicht so, kennst du einen, kennst du alle. Weil die haben sich über die Zeit mit den Texten entwickelt. Man kann nicht sofort sehen, dass es die Onkels sind, nur bei den Themen vielleicht und bei der Ausdrucksweise. Also nein, kennst einen, kennst alle. Drittens, bei Mexiko ist ein Lied, wo Kevin sehr deutlich singt. Es gibt Lieder, wo es undeutlich ist. Viertens, Kevin singt meistens sehr deutlich. Und es ist halt schwierig, als jemand, der die Ärzte mag, in Klammer, ich habe nur das Post im Hintergrund gesehen, die Onkels zu mögen, weil es viele Rivalitäten gab und gibt. Der ein oder andere würde jetzt wahrscheinlich sagen, dass das eher ein negatives Kommentar ist, aber finde ich nicht, weil er hat sich wirklich normal ausgedrückt und ich finde das ein absolut positives Kommentar mit seinen Ansichten. Allerdings würde ich gerne auf zwei, drei Punkte nur kurz eingehen und auch nicht irgendwie frontmäßig, sondern einfach nur eben ganz normal drauf eingehen. Also erstmal das Wichtigste, ich habe in dem Video nicht gesagt, kennst du einen, kennst du alle. Ich habe extra gesagt, ich will jetzt nicht sagen, kennst du einen, kennst du alle, weil ich das nicht gemeint habe. Aber man erkennt einen Onkelsong sehr schnell, wenn man den Text hört. Das wollte ich damit sagen. Mexiko ist ein Lied, wo er sehr deutlich singt. Siehe Kommentar davor. Und ich finde es sehr schwierig zu behaupten, dass Ärztefans grundsätzlich die Onkels nicht mögen. Ich kenne selber viele Leute, die Ärzte, Onkels und auch Hosen hören. Einfach, weil sie gerne Deutschrock hören. Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt nicht viele Leute, die Onkels nicht mögen, aus dem Grund, weil sie die Ärzte mögen. Also praktisch, ich mag die Onkels nicht, weil die Ärzte die Onkels nicht mögen. Ich glaube, da gibt es sehr wenig Leute. Man muss in dem Fall einfach akzeptieren, dass eben viele Leute, die den Ärzte-Sound mögen, einfach nur den Onkels-Sound nicht mögen. Und das hat wenig mit der Tatsache zu tun, dass die Ärzte die Onkels nicht mögen. Ach kommt, liebe Onkels-Fans, ich liebe die Onkels und er hat sich Mühe gegeben. Dankeschön. Habe ich... Ja, ich habe halt meine Meinung gesagt. Aber Dankeschön. Vorab, die Onkels sind mein Leben und ich weiß, dass für Außenstehende es immer schwierig ist, mit den Onkels etwas anzufangen. Dennoch hast du dich echt gut im Umgang damit angestellt. Und ja, du hast absolut recht. Instrumental sind Onkels-Songs häufig recht simpel, auch textlich. Und selten nimmt man als Außenstehender mehr mit als Kevins kratzende Stimme. Muss nicht jedem gefallen, ist jedoch eindeutig Bestandteil der Musik. Ich hätte dir zum Anhören jedoch andere Songs vorgeschlagen. Es gibt natürlich die typischen Onkels-Sauf- und Krawall-Lieder, aber auch ein paar hübsche Perlen. Also da wären Noraya, Der Schrei nach Freiheit, Angst ist nur ein Gefühl, Bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt, Koma und so weiter. Und wer sich mit dem Thema rechts in Verbindung mit den Onkels auseinandersetzen müsste, ohne mich, Deutschland im Herbst, Hasstier, hässlich, brutal und gewalttätig. Nenn mich wie du willst, macht für den, der es nicht will und von mir aus auch Deutschland zum netten Mann, zumindest die erste Textzeile. Insofern gutes Video, auch wenn man eine durchaus komplexe Band wie die Onkels, in Klammer, was man eher nicht vermuten könnte, nicht in 9 Minuten abhandeln kann. Ohne Hate, sondern mit Respekt, Flo. Lieber Flo, du bist ein Paradebeispiel dafür, dass Onkels-Fans auch wirklich gut und nett sein können und gute Kommentare schreiben können. Du verteidigst die Band nicht mit Beleidigung und Hass,
sondern du schlägst mit deinem Kommentar Lieder vor, die man sich gerne mal anhören kann, um ein bisschen seinen Horizont der Bösen Onkels zu erweitern. Und auch was die politische Richtung angeht, schlägst du explizite Songs vor. Und das ist sehr gut, weiter so. Und ich gebe dir absolut recht, eine Band wie die Onkels kann man in 9 Minuten nicht wirklich abhandeln. Ich bin mir sehr am Überlegen, mal ein ausführliches Video zu machen. Einfach so wie damals das Freiwild-Video, wo ich ein bisschen ausführlicher darüber geredet habe. Einfach ein Video der Geschichte der Onkels und vielleicht ein bisschen expliziter erklären, was mir an der Band nicht gefällt. Wenn da Interesse bestehen soll, könnt ihr es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich verstehe natürlich auch, dass viele denken, Junge, lass doch mal das Thema Onkels und Freiwild jetzt sein, aber könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Puh, manche Kommentare sind irgendwie ziemlich selten dämlich. Hier wurde keine Band gedisst, er hat nur gesagt, dass er sie nicht mag. Er hat sogar teils die Instrumentenlines nicht schlecht gefunden. In die rechte Ecke hat er sie nun gar nicht gestellt. Ich höre die Onkels seit 1989. Damals hatte man mit ganz anderen Sachen zu kämpfen, wenn man ein Onkels-Shirt trug. Heute kommen manche Hirntote aus den eigenen Reihen. Wobei viele wahrscheinlich das Format einfach nicht kapieren. Und wie man heutzutage so schön sagt, ist nur meine Meinung. Jetzt noch ein kleiner Brainfuck für den einen oder anderen. Ich höre fast noch länger auch die Ärzte. So, ich drücke jetzt noch auf den Abo-Button und verbleibe mit einem fröhlichen Fuck AfD. Ich bin sehr froh, dass der ein oder andere auch das Format wirklich auf Anhieb verstanden hat und vor allem, was ich glaube ich das Problem war bei vielen, von denen eben böse Kommentare kamen, böse, dass sie das Video nur durchgeklickt haben und dann auch eben gar nicht das Format verstanden haben, weil ja auch wirklich in den ersten 30 Sekunden alles in einem Screenshot mal ganz kurz erklärt wird und ich denke, das werden leider die wenigsten durchgelesen haben und dann einfach sich gedacht haben, okay, der ist jetzt einer, der einfach nur ein Video gegen die Onkels machen will, loshaten. Und das ist leider heutzutage das Problem bei ganz vielen Menschen, dass sie nur das sehen, was sie sehen wollen und auch gar nichts anderes akzeptieren. Und das ist ein sehr großes Problem. Und zwar auf der ganzen Welt. Naja, ich denke mal, solche Leute wird es immer geben, aber du bist großartig. Bin jetzt 34, habe mit 15 als zweites Tattoo ein BO stechen lassen. Keine Ahnung heute mehr weshalb. Gutes Video, bleib so wie du bist. Dazu habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Ich fand es einfach nur funny und wollte es mit reinbringen. Ich kenne das Gefühl, wenn man Tattoos nicht bereut, aber ein Tattoo doch hinterfragt. Also ich hinterfrag 1-2 Tattoos von mir. Allerdings nicht wegen dem Grund, sondern eher wie es designt ist, die Stelle wo es ist. Ich habe so ein krasses Beispiel dafür. Ich finde es immer sehr gefährlich, sich Band-Tattoos oder sowas stechen zu lassen, obwohl ich das selber habe, weil man nie weiß, was passieren könnte mit der Band. Was skandaltechnisch passieren könnte. Ich bin mir sicher, dass irgendjemand auf der Welt sich irgendwo das Gesicht von Ian Watkins tätowiert hat, weil er Lost Prophets saugeil findet. Und dieser Mensch wird das so dermaßen bereuen. Onkels hasst man oder liebt man? Ich finde das Video gut gemacht. Er hat neutral bewertet, aber auch seine Meinung gesagt. Gut fand ich die Auswahl der Lieder. Ich höre die Onkels auch schon seit fast 30 Jahren und die haben mich schon durch fast jede Lebenslage begleitet. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, was abschließend so zu der Aussage war mit es ist schwer, das in 9 Minuten abzuhandeln. Weil deiner Meinung nach waren das gut gewählte Lieder, aber der Meinung nach von einem anderen Onkels-Fan sind das schlecht gewählte Lieder. Und das ist eben das Problem, dass es sehr schwer ist, versuchen, die Meinung von jedem zufriedenzustellen. Da müsste man halt wirklich theoretisch ein 2-Stunden-Video machen, wo man sich von jedem Album mehrere Lieder komplett anhört. Also ich höre sie mir sowieso komplett an. Und so einen kompletten Rundumschlag macht. Und ja, das schließt es einfach gut ab. Es ist sehr schwer, das in 9 Minuten abzuhandeln. Aber darum geht's in dem Format ja auch gar nicht. Sondern es baut ja eigentlich darauf auf, neue Bands kennenzulernen, die man vielleicht noch nicht kennt. Aber es schlagen halt viele Leute Bands vor, die jeder kennt. Die Vorschläge will ich halt nicht ausschließen. Aber deshalb will ich nicht das ganze Format ändern, dass ich dann sage, okay, wir haben jetzt einen bekannten Artist, also höre ich mir von dem jetzt irgendwie 30 Lieder an, weil der einfach ein viel größeres musikalisches Repertoire hat. Es ist eben sehr schwer, da einen Mittelweg zu finden. Fände es nur schön, wenn du statt am Ende bewerten sowas wie deine Gesamtmeinung oder so sagen würdest. Wie du selbst schon gesagt hast, ist die Musik ja ein Geschmack und daher ist rein musikalisch bewerten etwas schwierig. Wenn dir die Stimme besser gefallen würde, wäre es ja schließlich auch mehr als 3 von 10, denke ich mal. Also ich will dich auch nicht fronten oder so, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Würde mir persönlich nur gefallen, wenn du das am Ende so oder so ähnlich sagen würdest, anstatt bewerten. Finde das so ein endgültig hartes Wort. Ansonsten schönes Video. Erst einmal vielen Dank. Ich glaube, ich weiß, was du meinst und ich sag ja nach den Songs immer meine Meinung zu den Songs. Deswegen ist es eben als abschließendes Wort
würde ich mich ja dann eigentlich nur noch wiederholen, wenn ich es allgemein bewerten würde. Und deswegen, um die Bewertung ein bisschen bildlich, visuell darzustellen, finde ich, ist eben gerade ein Zahlensystem, was Bewertung angeht, der optimale Weg. Und ja, wenn mir die Stimme besser gefallen würde, dann wäre es auch mehr als 3 von 10. Aber mir gefällt sie eben nicht besser. Die Bewertung hat auch nichts mit der Band selber zu tun und der Vergangenheit und gar nichts. Das war jetzt rein meine musikalische Meinung von der Band. Falls du dieses Video hier gerade sehen solltest, kannst du mir mal gerne in die Kommentare schreiben, bisschen ausführlich erklärt, was genau ich an der Bewertung ändern soll. Wichtig zu wissen wäre es jetzt auch, ob du das Video davor ganz gesehen hast, weil wie gesagt, die Songs würden ja einzeln thematisiert nach den Songs und ich gehe ja auf die Songs ein nach den Songs, deswegen gibt es am Ende eben die Bewertung. Aber wenn du dieses Video siehst, gerne mal ausführlich, was ich an dem Format verbessern kann. Grundsätzlich alle gerne in die Kommentare, was ich an dem Format Hör doch mal verbessern könnte. Ich finde es gut, dass du dich neutral mit der Band auseinandersetzt. Auch wenn ich deine Kritik nicht zu 100% teile, kann ich sie immer nachvollziehen und verstehe deinen Standpunkt komplett. Danke. Und ich danke dir für dieses großartige Kommentar, das neutral, ohne Hate, die Meinung eines anderen akzeptiert. So wie das auf der ganzen Welt sein sollte. Ich höre Onkelz, komm aber damit klar, wenn du sie nicht magst oder ihre Musik nicht gut findest. Keine Ahnung, wieso sich so viele auf die Füße getreten fühlen. Mach weiter so. Es sollte einfach viel mehr Fans wie euch geben. Und wie ich auch in dem Onkelz Fans Hate mich Video gesagt habe, die Band selber hat so viel mit Negativität zu kämpfen wegen Fans wie diesen, die eben unter dem Hör doch mal kommentiert haben. Würde es viel mehr Fans wie euch geben, dann hätte die Band vielleicht ein bisschen ein besseres Bild, das die Außenwelt von der Band selber hat, weil, wie ich schon in dem Video damals gesagt habe, wenn ich an die Onkelz denke, und das ist auch bei vielen Leuten, die ich kenne, dann ist das Erste, an was man denkt, nicht die Vergangenheit, nicht die Musik, sondern die teils sehr fragwürdigen Fans. Und ihr seid ein Beispiel dafür, dass es auch anders gehen kann. Bitte mehr von euch. Abschließend, je nachdem, was noch unter diesem Video und unter dem Onkelz Fans Haten mich geschrieben wird, ich bin gespannt, kann man auf jeden Fall sagen, es gibt unter jeder Band Fans, die sehr extrem reagieren und welche, die normal reagieren und die Meinung von anderen Leuten auch akzeptieren. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nicht nur so im Bereich Musik ist, sondern solche Leute gibt es auch im Bereich Film und Fernsehen, im Bereich Religion, Politik. Solche Leute gibt es überall auf der Welt. Und das größte Problem ist, dass die negativen Leute, nenne ich es einfach mal, auch die lautesten Leute sind. Und ich bin der Meinung, dass diese positiven Leute, wie hier das gerade das beste Beispiel war, ein bisschen aktiver sein sollten, damit man vielleicht ein bisschen mehr die Positivität als die Negativität hinter den Fans sieht, weil es ist eben mal ein Fakt, wer am lautesten schreit, hat recht. So, und die Leute, die fast schon fanatisch Sachen verteidigen, schreien eben am lautesten. Und deswegen kann man, glaube ich, abschließend sagen, wir sollten alle lauter schreien. Das war ein sehr schweres Video, muss ich zugeben. Es ist deutlich einfacher, auf Hate-Kommentare einzugehen, als auf positive Kommentare, aber ich hoffe, das hat halbwegs funktioniert. Auf jeden Fall, vielen Dank an euch, die jetzt gerade in diesem Video mit ihren Kommentaren drangestanden sind. Tut mir leid, wenn ihr denkt, hey, du musst mich nicht zensieren, aber ich gehe einfach mal auf Nummer sicher und zensiere alle Namen. Ich will danach keine Probleme haben. Danke für die konstruktive Kritik. Danke, dass ihr die Band verteidigt habt, ohne beleidigend oder gleich angreifen zu werden. Ihr seid absolut großartig, genauso wie die Leute aus dieser Community absolut großartig sind. Wenn ihr noch großartiger werden wollt, werdet auch Teil dieser Community. Haben auch einen Discord. Schreiben da gerne mal so ein bisschen miteinander. Coole Leute am Start. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es gerne positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren für Musiknews, Songs bewerten, Videos wie dieses, wo ich ehrlich gesagt mir selber am Ende nicht weiß, kommt das Video gut raus oder nicht und hoffe einfach mal, dass es halbwegs anschaubar wird. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schaltet wieder ein. Wird das funktionieren? Ich weiß nicht. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos, ein Abo wäre grandios. Ihr könnt auch gerne ein Like geben. Folgt mir auf Twitter und auf Insta, aber nicht im echten Leben. Das machen wir nie wieder so.